Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es noch mal einen klitzekleinen Mini-Haul von DM und vom Rossmann. Ich musste erstmal zum DM, weil ich da was gesucht habe. Und zwar geht es um dieses Balea Schimmeröl Tropical Vibes mit Acai oder Acai Öl und dem exotischen Duft nach tropischen Blüten. Das ist für jede Haut geeignet. Das sind 75 ml drin. Und das kann man sogar im Gesicht als Highlighter verwenden. Ich wollte mal eben gucken, der Preis, damit ich das nicht vergesse. Und zwar kostet das Öl 3,45 Euro. Ich kann das mal auf meiner Hand ein bisschen auftragen. Huch, ist natürlich ein bisschen viel. Ja. Ja, schaut mal. Ist auf jeden Fall sehr schön am Schimmern. Ach, und der Duft ist genial. Das riecht genauso wie das im letzten Jahr gehypte Copacabana. Ja, Copacabana, richtig. Das riecht genauso. Das finde ich ja richtig toll. Also das kann man jetzt auch verwenden, wie gesagt, im Gesicht als Highlighter oder halt im Sommer die Beine ein bisschen damit einschmieren oder die Arme. Genau. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, dann habe ich doch mitgenommen. Ja, bin dummerweise wieder an die Trendy-Apotheke vorbei, was ich eigentlich nicht machen sollte. Und da habe ich diesen Nagellack entdeckt, den fand ich so schön, der musste mit. Und für 1,25 Euro habe ich auch nicht groß drüber nachgedacht. Schaut mal, der ist so lila, fliederfarben und hat so einen grünlichen Schimmer. Der ist richtig toll. Ja, der durfte auf jeden Fall mit. Ne? Da überlegt man ja nicht bei dem Preis. Ja. So, dann habe ich noch mitgenommen, worüber ich gerade gesprochen habe. Wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Die Balea Body Cream Copacabana, wieder in diesen richtig schönen Pott. Ich hatte zwar oder habe noch zwei Backups vom letzten Jahr, oder war das davor das Jahr? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin so begeistert von dem Duft und von der Pflege auch. Ich habe davon schon mehrere Pötte aufgebraucht, wo das gerade rauskam. Bereue jetzt auch, dass ich nur einen mitgenommen habe, weil ich mag den Duft vor allen Dingen jetzt im Sommer, Frühling, Sommer, und ich mag das sehr gerne. Ja, das soll wohl ein Dupe zu Bum Bum Creme sein. Diese Creme kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass sie teuer ist, und wenn die genauso ist, dann reicht die auch vollkommen aus. Ne? Genau, also das ist eine absolute Kaufempfehlung von mir. Die finde ich richtig gut. Stelle ich mal dahin. Und die hat gekostet 3,45 Euro. Ja. So, jetzt habe ich mal was ganz anderes gekauft. Und zwar ist hier noch die Umverpackung von Paradies. Das ist quasi die Fotoecke von DM. Fotoständer und Dekokarten. Genau, und zwar, welche Farben diese zwei... sind diese zwei Fotoständer bei diesem Set bei gewesen. Das ist einfach Holz. Ne? Hier steht Beautiful Moment mit so richtig schönen Dots drauf. Dann hier oben so ein Schlitz. Und das einmal in Weiß mit einem Herz und mit so schönen Grün. Ja. Als ich die gesehen hatte, habe ich mir direkt gedacht, boah, man hat doch manchmal so schöne Karten in den ganzen Beauty-Boxen drin. Ne? Und ich hatte ja schon mal gesagt, man kann die ja auch schon mal in so einen Bilderrahmen packen und aufhängen oder so. Aber warum den ganzen Aufwand? Man braucht einfach hier so einen Holzblock. Ja. Und hier habe ich nochmal die Karten auch vom von der Pinkbox. Ja, genau. Diese Karte kann man quasi hier reinstecken. So, und hat ja ein schönes Deko-Element. Ne? Ich finde es schön. Aber da waren passende Deko-Karten noch bei gewesen. Und zwar war beim Set diese Karten bei. Ich wollte die jetzt nicht auspacken, weil ich habe noch fettige Finger jetzt vom Öl. Ja, und ich habe noch ein zweites Set gekauft. Mein Gott. Und zwar habe ich noch einen zweiten mitgenommen. Auch mit Foto-Deko-Karten. Da waren die Varianten in Braun. Love. Fand ich sehr, sehr schön. Unter einmal hier in Beige.
mit Family. Ja, also da waren diese Karten jetzt einmal mit bei. Und bei dem anderen Set diese Karten. Ja. Also pro Set hat das 2,95 € gekostet und ich fand das eine sehr schöne Idee. Und deshalb habe ich das auch mitgenommen. Ne? Also hier habe ich einmal so eine Karte. So. Finde ich sehr, sehr schön. Ne? So, einfach hier. Genau, so. Was habe ich denn noch? Also ich glaube, von DM war das alles. Ja, 2,95 € habe ich pro Set bezahlt. Und genau. Ja, und dann hatte ich... Ach Mann, wieso fällt mir immer was runter? Und dann hatte ich bei dem was vergessen, und zwar das hier. Ich brauchte unbedingt einen Abdeckstift. Eigentlich bin ich genau deshalb zum DM gefahren. Leider habe ich den Abdeckstift vergessen. Ja, dann bin ich halt dann nochmal nach Rossmann. Ja, da habe ich den dann hier mitgenommen. Das ist einfach, wenn man mal ein Pickelchen hat und den abdecken möchte. Und das hat gekostet 1,79 €. Ja, in hell, da gab es noch mittel und dunkel. So, dann habe ich mir noch diesen Nagellack quasi als Backup nochmal mitgenommen. Ich habe hier einen und den habe ich auch in Gebrauch. Den finde ich sehr schön, schön schlicht. Da kann man sehr schön irgendwie ja, ein bisschen dekorieren mit Sticker und so. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ne? Wie gesagt, der Nagellack ist sehr schlicht. Und dann kann man da mal ein bisschen Farbakzente setzen mit Wassertattoos oder ja, oder Steinchen oder sonstiges. Also den finde ich sehr, sehr schön und deswegen musste der auch nochmal mit. Der ist eigentlich meistens ausverkauft und war diesmal froh, dass ich ihn nochmal bekommen habe. Der hat 1,95 € gekostet und ja, da gibt es noch insgesamt 5 andere noch, aber ja, den wollte ich halt nochmal als Backup haben, ne? Genau. So, und jetzt, also ich, als ich den gesehen habe, ne, der musste unbedingt mit. Ja, und zwar ist das von Altera Upcycled Nagellack. Ich hatte ja letztens in meinem DM-Haul schon mal, DM und Rossmann-Haul schon mal diesen Nagellack gezeigt, aber in einer anderen Farbe. Die sind so schön. Schaut euch mal an, wie der schimmert. Der ist blau, schimmert dann pink. Der ist unheimlich krass in der Farbe. Sieht man das hier vielleicht jetzt? Der ist so schön. Ja, wie gesagt, der musste mit für meine Sammlung. Der hatte 3,49 € gekostet. Ja, ich sehe gerade, dann habe ich auch noch Chiasamen gekauft, aber die habe ich jetzt nicht hier liegen. Muss ja auch nicht. Ja. So, das war mein kleiner DM und Rossmann Haul. So, und jetzt habe ich ganz spontan entschieden, dass ich auch eine Verlosung starte. Und zwar habe ich da einfach Lust drauf. Ich habe so viele Sachen. Na, warum soll ich nicht einfach mal was verlosen? Also wie gesagt, das ist nicht gesponsert, das ist selbst bezahlt und gekauft. Und ja. So, und zwar verlose ich diese Barbour Perfect Glow Ampullen. Ausstrahlung, Feuchtigkeit. Und das sind 7 Stück. Wirkstoffkonzentrat für müde Haut mit fehlender Ausstrahlung. Die Haut wird intensiv durchleuchtet und lichtreflektierende Pigmente kreieren optisch einen jugendlichen Glow und gleichen Unregelmäßigkeiten im Teint aus. Das Perfektionspeptid P3 unterstützt bei regelmäßiger Anwendung die natürliche Hauterneuerung. Ergebnis: Der Teint ist immer mehr ebenmäßiger und erstrahlt natürlich frisch. Ja, ich dachte mir, das werde ich verlosen. Ich habe auch noch andere Ampullen, die ich bis jetzt auch noch nicht verwendet habe. Und ja, vielleicht mache ich ja dem einen oder anderen eine Freude. Ja, ich glaube, die sind nicht ganz billig. Ich glaube, die kosten 25-30 €, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ist zu schade für einen Schrank und deswegen verlose ich das. Also hier steht auch 7 Ampullen à 2 ml. Genau. So, das ist aber nicht das Einzige, was ich verlose. Dazu gehört noch dieses schöne Lippenöl von Rival Loves Me, Take Care of Yourself. Ein Lippenöl, das ist natürlich auch noch original verschlossen, ne? Ist ja wohl logisch, dass das alles neue Produkte sind, die ich verlose. Genau, hier sind auch Steine drin. Ich glaube, das sind, ist das Rosenquarz oder Bernstein? Ich weiß das jetzt nicht. Ich weiß nicht, welche Wirkung die haben. Da fällt gerade einer runter.
keine Ahnung, welche Wirkung die haben. Also ich habe das Öl mehrmals gekauft, weil ich das sehr angenehm auf den Lippen finde. Hier sind drinne, steht es drauf? Nein. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall verlose ich die zwei Sachen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ihr müsst meinen Kanal abonnieren. Ihr müsst einen offenen Kanal haben, sodass ich sehe, dass ihr mich abonniert habt. Ansonsten hat es keinen Sinn, dass ihr mitmacht, weil ich werde nur die Leute berücksichtigen, die einen offenen Kanal haben, die mich abonniert haben. Und alles andere wäre nicht fair, würde ich jetzt mal sagen. Ja, alles Weitere werde ich dann in die Infobox schreiben, weil das war jetzt doch recht spontan, die Aktion, die ich hier mache. Alle anderen Infos kommen, wie gesagt, in die Infobox. Und ja, so, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem kleinen, aber feinen Haul. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ach so, und vergesst mich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Weil das wäre schade drum, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!